Wunderschönen guten Morgen, es ist 9 Uhr. Alle wach, dann würde ich gerne beginnen und die 29. Plenarsitzung des Hessischen Landtags eröffnen. Und wenn es mal ein bisschen ruhiger wird, würde ich so langsam auch fortfahren. Wir haben durchgezählt und können feststellen, dass wir heute beschlussfähig sind. Noch offen sind die Tagesordnungspunkte 43, 48, 49, 51, 55, 60 und 88. Also es ist mir immer noch ein bisschen laut. Geht es ein bisschen ruhiger? So, jetzt wird es gehen. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend Schutz der Zivilgesellschaft hat in Hessen höchste Priorität. Mit der Drucksache 20/17/17 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Antrag Top 88 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 51 dem Entschließungsantrag der Fraktion der SPD zu diesem Thema mit der Drucksache 20/16/36 aufgerufen werden. Widerspricht niemand? Dann machen wir das so. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis zur Erledigung der Tagesordnung. Eine Mittagspause ist nicht vorgesehen. Die brauchen wir hoffentlich auch nicht. Wir beginnen heute Morgen mit Top 43, Beschlussempfehlung und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke betreffend gute Arbeit und gute Behandlung in der Psychiatrie. Drucksache 20/13/99 zu 20/123. Entschuldigt fehlen heute die Abgeordnete Carina Fissmann von der SPD ganztägig, die Abgeordnete Regine Müller von der SPD ganztägig, der Abgeordnete Dr. Dr. Rainer Rahn von der AfD-Fraktion ab 11 Uhr, die Frau Abgeordnete Eva Goldbach von Bündnis 90 Die Grünen ganztägig, der Abgeordnete Thailand Burcu von Bündnis 90 Die Grünen ganztägig, Herr Ministerpräsident Bouffier bis 14 Uhr, den sehen wir dann wahrscheinlich heute nicht mehr, und Herr Staatsminister Dr. Schäfer ganztägig. Ah, okay. Entschuldigt und trotzdem gekommen. Gut. Ich erzähle nur das, was mir aufgeschrieben wird.